Social Media alleine macht noch keine Bewegung aus. Dazu braucht es mehr, dazu braucht es ein Momentum, dazu braucht es Leadership. Eine aktivierende Story, die kann Social Media durchaus liefern, als Instrument, als Kanal, aber nicht als Botschaft für sich selbst. Und dazu braucht es aber auch Empowerment, eine involvierende Organisation, um die Kraft auf den Boden zu bringen. Wir haben Thomas Gensemer aus den USA, er war mit Blue State Digital, seinem Unternehmen, maßgeblich für die Wahlkampagne, für die Internetkampagne von Barack Obama 2008 verantwortlich. Alexander Oswald, einen Mobile-Marketing-Guru, Vergangenheit 13 Jahre im Mobil-Marketing, bei Nokia als Marketing-Manager. Nico Alm, den die meisten mit Nudelsieb am Kopf kennen, einen, der gezeigt hat, dass man ganz ohne Partei, ganz ohne jede Struktur mobilisieren kann. Professor Christoph Bieber, der uns aus einer sehr wissenschaftlichen Perspektive auch zeigen wird, wie sich Online- und Offline-Proteste binnen weniger Stunden verbinden können. Stichwort Stuttgart 21 oder Occupy Wall Street. Also ich bin total beeindruckt, was man da mitnehmen kann. Also ich werde mir sehr viel mitnehmen, das habe ich jetzt schon feststellen können. Mir gefällt vor allem, dass die Speaker jeweils aus ihrem eigenen Bereich das Thema Campaigning beleuchten. Vor allem die Dynamik dieser Ereignisse und manchmal vielleicht auch die Unberechenbarkeit, die hinter diesen Kampagnen steckt. Das zu nutzen oder das Potenzial zu sehen und das für die eigene Arbeit zu nutzen. Wirklich interaktiv gearbeitet wird, dass man nicht einfach nur jetzt eine Facebook-Seite betreibt, um Leute zu informieren, sondern wirklich auch Meinungen einzubringen. Da schneide ich mir schon einiges ab für meinen eigenen Arbeitsalltag. Eine Wahnsinnssache, was da passiert, was da passieren kann.